Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute geht es um Es geschah am helllichten Tag. Der liebe David vom Kanal Dave's Movie Place, Grüße gehen raus, ja, der hat seit Wochen, seit Monaten schon, hängt er mir im Ohr, guck dir den Film doch mal an. Ja, ich war das. Und ja, ich habe ihn jetzt gekauft. Und ja, mach mal eine kleine Review darüber, oder? Ja, Es geschah am helllichten Tag ist ein Film aus dem Jahre 1958 in Schwarz-Weiß gehalten mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe in den Hauptrollen. Es ist ein schweiz-deutsch-spanischer Krimi-Film, dauert 100 Minuten und hat eine FSK 12-Freigabe. Um was geht es? Es geht darum, dass ein Hausierer, der läuft durch den Wald und stolpert über eine Kinderleiche. Er rennt sofort ins nächste Dorf, geht dann in ein Wirtshaus und ruft die Polizei dort an. Bitte kommt vorbei, wir haben hier was. Die kommen vorbei, gucken sich das an, jupp, ist eine Kinderleiche. Und das ganze Dorf geht gegen den Hausierer und möchte ihn erwürgen. Ja. Die Polizei nimmt den Hausierer mit und befragt ihn erst einmal. Ja. Was ist da überhaupt Sache gewesen? Und ja, hier der Polizeiinspektor oder Detektiv, ach, wie heißt er denn jetzt? Matej, gespielt von Heinz Rühmann, der ist eigentlich an seinem letzten Tag, ja, am morgigen Tag, geht er in Rente, kann man so sagen, ja, oder hört auf. Und ja, der Hausierer wird vernommen, stundenlang, kommt dann ins Gefängnis und bringt sich um, ja, er erwürgt sich dort. Ja, für die Polizei war es das, ja, Akte geschlossen. Und auch Matej sagt, okay, ja, er hat immer dran geglaubt, dass der Hausierer es nicht war. Aber ja, es ist nun mal so. Und ja, er begibt sich zum Flughafen, weil er ins Ausland reisen möchte und dort, ja, seinen Ruhestand genießen möchte. Der wollte doch einen anderen Job dort annehmen oder sowas. Aber das ist auch egal, gell? Er begibt sich zum Flughafen, sieht dann überall die Kinder winken und sowas. Und dann sitzt er im Flugzeug und jemand isst so klar Schokolade, gell? Und dann er, ich muss dann nochmal zurück, ich muss die Kinder schützen. Er rennt aus dem Flugzeug raus, geht zu seinem Chefe, ich übernehme den Fall weiter. Der sagt, nee, so geht das nicht. Du musst dorthin und nicht hier. Und dann sagt er, okay, dann mache ich das eben alleine. Ja, und der Chef, mach doch, was du willst. Er stellt Forschungen an, fährt in die Ortschaft, wo er vermutet, dass der Kindermörder sein Anwesen dort hat und mietet eine Tankstelle und gerade wie er dann so dabei war, sich ein paar Rationen zu kaufen, bis Essen und dies und das und jenes, sieht er ein kleines Kind dort spielen, ein kleines Mädchen, was genau auf dieses Profil passt, wo der Kindermörder zuschlagen könnte. Die Frau ist ja alleine und dann geht er dahin und sagt, hey, hallo, liebe schöne Frau, ich habe gehört, Sie sind alleine, Sie brauchen Arbeit. Ich habe Arbeit für Sie, nehmen Sie Ihr Kindchen mit. Und ja, die gehen natürlich mit hin. Sie macht das Hausmädchen für ihn. Und ja, das kleine Mädchen nimmt er als Köder, ja, für den Kindermörder und versucht so, den Kindermörder zu fangen. Ja, jetzt haben wir hier ganz, ganz weit ausgeholt. Aber ohne Spoiler natürlich, gell? Ist noch viel, viel, viel mehr dahinter. Und ja, mein Fazit dazu, wie fand ich den Film? An zwei, drei Stellen muss ich sagen, hat mir das Schauspiel der
Leute in der, im Wirtshaus nicht so gefallen. Irgendwie so ein bisschen künstlich hat das alles ein bisschen gewirkt. Schön, aber künstlich, ja. Hat mir aber trotzdem nicht so ganz gefallen, gell? Waren aber auch nur zwei, drei Szenen, aber da ziehen wir mal ein Pünktchen ab. Und das nächste Pünktchen, wo wir abziehen werden, ist, es hat was gefehlt. Es hat was gefehlt. Ich weiß nicht was, aber so dieses gewisse etwas, ja, hat zum Superhit gefehlt, würde ich mal sagen, ja. Und ja, da haben wir hier zwei Minuspunkte. Fertig. Deshalb gibt es hier eine Wertung von 8 von 10 Punkten von mir. Ist trotzdem eine super Wertung und eine Empfehlung von mir. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ihr müsst, ja, es ist halt, ja, das Bild ist halt auch ein bisschen kleiner, gell? Geht ja natürlich nicht anders. Ist von 1958, ist schwarz-weiß. Wenn ihr sagt, hey, doch, damit kann ich was anfangen, dann schaut den euch auf jeden Fall an. Wenn ihr den schon gesehen habt, haut mal unten in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Ich habe ja vorher Heinz Rühmann immer nur gesehen in den, ja, in den komischen Filmen, Komödien. Waren das damals schon Komödien? In den Klamauk-Dingern da. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die ganzen Filme hießen, ja. Und jetzt mal hier, das erste Mal in einer ernsten Rolle. Hatte mir gut gefallen, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat mir super gefallen, hat er super gemacht. Und ja, ich bin ja auch kein großer Fan von deutschen Filmen, aber die alten deutschen Filme, die sind ja alle eigentlich irgendwie ein bisschen super, gell? Ja, deshalb von mir eine klare Empfehlung. Schaut das Ding euch an. Super Film. Ich habe jetzt bezahlt 8 Euro Apples, also knappe 9 Euro. Und bin super zufrieden. Hier, ja. Bonusmaterial. Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte. Keine Ahnung, habe ich nicht angemacht. Ja, und eine Trailershow ist irgendwie drauf, aber das war es dann auch. Aber trotzdem. Guckt das Ding euch mal an. Richtig, richtig schöner Film. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Und ja, dann machen wir Schluss, oder? Kommentiert unten und dann danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo. Das deutsche Fernsehen, das kam auch, das war herrlich, herrlich.